Also ja, ich sehe, dass er seine Kaserne befüttert, aber ich sehe keine Truppen rauskommen. Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ja, jetzt würde ich in der Taverne theoretisch mehr Geld für ein Bier kriegen. Ah, wenn man sich so ansieht, klitzekleines Problemchen doch. Das wir aber auch leicht lösen können, indem wir weiter unsere Gebäude, Wohnhäuser mal ausbauen. Angefangen bei denen hier oben. Baumaterialien sollten ja keine Probleme sein. Oder sie allgemein mal ausbauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Da kommen die letzten beiden Kanonen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, hier ein bisschen weiter ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Dass die Steine, die wir haben, für irgendwas wenigstens gut sind. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Achso, die Straße gehört schon dem Sektor, den können wir nicht ausbauen. Straßen können wir dafür ausbauen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, jetzt sind die Straßen wenigstens alle ausgebaut. Können wir die Straße noch fertig ausbauen? So, schön. Kohle habe ich eigentlich genug. Wie sieht es bei euch aus? Oh, die Schweinezucht, da könnt ihr noch was vertragen. Also noch mehr Weizen. Die ich am besten gleich ausbauen. Du darfst auch gleich Wasser noch produzieren. Die Straße hier ausbauen, so. Da brauchen wir doch 12 von denen hier.
Ja, ich bin mir unsicher, ob ich jetzt einfach angreifen sollte. Oh, Kanonengießerei. Auch praktisch. Gebäudeausbau fertiggestellt. Aber ja, die ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Das Territorium, da nehme ich erst ein, wenn ich die beiden auch noch eingenommen habe vorher. Oder wenigstens das Territorium hier. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Zugang habe. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, die Prestigebelohnung. Nehmen wir zwei Waffen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, verkaufen wir mal ein bisschen was von unseren Klamotten, die wir schon hergestellt haben. Also ja, eigentlich sollte ich nicht darauf warten, dass Drakorian jetzt großartig stärker wird. Sondern ihn einfach mit einem Großangriff überrennen. So, und jetzt seid ihr AB. Da können wir eigentlich schon mal die losschicken. Ja, das nächste müssen wir dann uns um Rovids Hauptgebiet Armeegebiet hier kümmern. Thank you.
Oh, schön viele Verluste bei beider einen Armee. Er musste nicht so alt stecken. So, das heißt Truppen nachproduzieren. Erstmal für ihn 3 Pikiniere und 2 Kanoniere. Und für ihn 4 Musketiere. Zwei plus 6 macht 8. Dann sind wir bei 26. Mit diesem Außenposten 8. unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Sehr schön. Außenposten erobert. Das ist jetzt echt eine komische Straße. So, ausbessern. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Spätestens jetzt sollte es für Owen schwieriger werden, da durchzukommen. Weil gerade ihre Musketiere halten ja nicht so viel aus. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, in der Gruft können wir jetzt halt für Geld und Ringe und Klamotten. Und wir können Steinbrüche. Ich habe noch 2 Steinbrüche. Ich hatte 2 Steinbrüche.